Klimaschutzbewegungen gibt es einige. Dass sich nun aber die vermeintlich populärsten unter ihnen gerade in die Haare kriegen, sorgt für Verwunderung. Eine deutsche Sprecherin der Organisation Fridays for Future wirft den Aktivisten der letzten Generation nämlich vor, mit ihren kontroversen Protestaktionen die Gesellschaft zu spalten. Wörtlich sagte sie: Die Klimakrise braucht gesamtgesellschaftliche Lösungen und die finden und erstreiten wir nur gemeinsam und nicht, indem wir Menschen im Alltag gegeneinander aufbringen. Was denkt nun das österreichische Pendant, also die österreichischen Anhänger von Fridays for Future darüber? Ich glaube, ganz zu Beginn muss man mal sagen, dass Fridays for Future Deutschland es ja auch nicht so gesagt hat, dass damit die Gesellschaft gespalten werden würde, sondern sie haben lediglich Verständnis dafür gezeigt, dass diese Protestformen auch aufregend, dass sie nervig sind. Und das stimmt auch, das sind sie. Deswegen heißt es aber nicht, dass sie komplett nutzlos oder wirkungslos sind, denn sie kreieren Aufmerksamkeit für das Thema, für die Klimakrise. Und im Endeffekt verbindet uns ja dann doch, egal ob letzte Generation oder Fridays for Future, egal ob Fridays for Future Deutschland oder in Österreich oder sonst irgendwo auf der Welt, uns verbindet ein Ziel, und zwar, dass wir für eine klimagerechte Welt kämpfen, dass wir dafür aufstehen mit den unterschiedlichen Protestformen. Wir als Fridays for Future haben uns prima dafür entschieden, mit Massen auf die Straße zu gehen, mit einer Aktionsform, wo die Großmutter dabei sein kann, wo die Kinder dabei sein können, wo Landwirtinnen dabei sein können. Und das werden wir auch weiterhin machen. Das ist einfach eine andere Form, nicht unsere. Genauso sagen wir es. Genauso haben wir es auch schon die ganzen letzten Monate gesagt. Und ich glaube, es ist auch sehr spannend zu sehen, diese Debatte über Aktionsformen geht ja tatsächlich am eigentlichen Ziel vorbei. Sollten wir nicht eigentlich darüber diskutieren, dass in Österreich zum Beispiel es seit über 2 Jahren keine Klimaziele gibt, die irgendwo verankert sind? Das sind die Hausaufgaben, die wir seit dem Pariser Klimaabkommen haben und Österreich, die österreichische Bundesregierung sich einfach absolut weigert, ihre Hausaufgaben zu machen. Und ich finde, das sind eigentlich die zentralen Punkte. Warum macht die österreichische Bundesregierung ihren Job nicht? Die letzte Generation macht in mehreren Ländern mit Straßenblockaden von sich reden, aber auch mit umstrittenen Klebeaktionen. Viele österreichische Pendler sind schon an ihnen verzweifelt, zu spät zur Arbeit gekommen oder konnten, im schlimmsten Fall, nicht zu ihren Angehörigen ins Krankenhaus. Die letzte Generation in Österreich findet für die Kritik von Fridays for Future Deutschland klare Worte. Also anscheinend gibt es in Deutschland auch verschiedene Meinungen. Die Carla hat im TV gemeint, es ist erschreckend, dass Menschen genau diese Art von Protest brauchen. Und ich glaube, es braucht diese Vielstimmigkeit von Protesten. Und genau das ist es. Wir stehen als Klimabewegung auch in Österreich solidarisch. Und wir sehen, dass wir hier gerade einen Autokanzler haben, der noch immer die Wissenschaft und die physikalischen Realitäten verleugnet. Er redet von Autoland Österreich und liest Bücher eines Autors, der ebenfalls die Wissenschaft leugnet. Und hier können wir einfach nicht mehr tatenlos zusehen. Absolut, also wir als letzte Generation machen das nicht. Wir zeigen uns solidarisch und werden hier weiter auf die Straßen gehen müssen. Denn wir müssen hier diesen wirtschaftlichen Druck einfach erzeugen. Wir waren 100 Male vor den Verantwortlichen, vor den Regierungen. Und es hat einfach nichts gebracht. Österreich trocknet weiter aus. Wir haben immer mehr Regionen, auch in Österreich, im Wassernotstand. Das muss man sich mal vorstellen. Die Gletscher schmelzen weg. Die Lebensmittel werden immer teurer, weil wir immer mehr Ernteausfälle haben. Und wir haben Kämpfe in Europa, in Frankreich, haben sich Menschen mit der Polizei Kämpfe ums Wasser geliefert, weil man dort das Wasser privatisieren will. Das sind Zustände, die wir jetzt in Europa erleben. Und darum werden wir vom zivilen Widerstand nicht abkommen und sagen, es braucht noch mehr Menschen auf den Straßen. Eigentlich sollten sie sich doch einig sein. Denn sowohl Fridays for Future als auch die letzte Generation wollen eines: das Klima retten. Ist es da nicht eher kontraproduktiv, sich gegenseitig anzugreifen? Bleibt abzuwarten, ob es vielleicht in Deutschland auch bald eine Versöhnung gibt.